Kreuzen liegt im unteren Mühlviertel, auf einer Anhöhe, etwa 7 Kilometer nördlich von Krain an der Donau. Die Marktgemeinde ist bekannt für ihre Kaltwasserkuren. Und das Kneiphaus der Marienschwestern ist der touristische Anziehungspunkt des Ortes. Nach Bad Kreuzen kamen schon vor mehr als 160 Jahren die ersten Kurgäste, adelige und wohlhabende Bürger. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Wiener Sommerfrischler und auch heute schätzen Erholungssuchende die Region. Bad Kreuzen ist aber auch ein Ort, in dem Menschen landen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Vor Krieg, wirtschaftlicher Not und Diktaturen. Die ersten Schutzsuchenden kamen 1956 aus Ungarn. Später folgten Dissidenten aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks und Asylsuchende aus Ex-Jugoslawien. Heutzutage sind es Menschen, die aus Syrien, Afghanistan oder aus Afrika flüchten mussten. Im ehemaligen Kurhaus von Bad Kreuzen ist die Bundesbetreuungsstelle Nord für Asylwerber untergebracht. Hier finden sie zunächst einmal ein Dach über dem Kopf, Ruhe und Sicherheit, bevor sie dann in andere Orte Österreichs weiterverteilt werden. Auch Menschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei wurden immer wieder hier aufgenommen. Isabel Engels hat einen von ihnen in Bad Kreuzen getroffen und ihn auf einem Erinnerungsspaziergang durch den Ort begleitet. Ich erinnere mich daran, wie wir oben gestanden sind und dieses ganze Panorama hier der Alpen gesehen haben. Mein Bruder Ivo hat mich auch darauf hingewiesen, wie ergriffen er war von dieser Mächtigkeit und dieser Breite des Panoramas der Alpen. In Tschechien gibt es schöne Berge und die Tatra in der Slowakei ist wunderschön, ne? Aber hier sieht man im Oberösterreich, im Land vor den Alpen, die Alpen viel besser, als wenn man drinnen ist. Weil hier sehen wir den gesamten Bergzug. Auch an diesem strahlenden Herbsttag bietet sich ein klarer Blick vom Ötscher bis zum Traunstein. Der 46-jährige Philosoph, Schriftsteller und Kommunikationsberater Dalibor Truchlar wuchs in Prag auf und wohnt heute in der Nähe von Linz. 1,5 sehr entscheidende Jahre seiner Jugend hat er in Bad Kreuzen verbracht. Und als wir herkamen, suchten wir Freiheit und suchten wir Offenheit. Und die Freiheit und die Offenheit wurde hier fast anschaulich vermittelt durch diese Weite der Welt, ja, in der sich gewissermaßen alles offenbart und alles zeigt. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Und wir wurden hier aufgenommen und angenommen. In Prag hatte Dalibors Mutter eine gute Stelle im Hygieneinstitut. Und sein Vater Jan arbeitete als Professor am Konservatorium. Jan Truchlar galt als der tschechische Gitarrenkomponist, dessen Werke oft und gern aufgeführt wurden. Doch die ganze Familie hatte unter dem repressiven System zu leiden, in dem man ständig aufpassen musste, was man zu wem sagte. Mein Vater hat sich bei dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 68 dagegen ausgesprochen. Damit ist er gewissermaßen rausgeflogen aus dem Komponistenverband und seine Werke durften, ich glaube, 10 Jahre lang oder so nicht gespielt werden. Er wurde dann unter Anführungszeichen rehabilitiert und man schickte ihn sozusagen als Botschafter der Tschechoslowakischen Republik zu den Weißen Nächten, zu dem Musikfestival nach Leningrad seiner Zeit, heute St. Petersburg. Er war dort, er ist zurückgekommen und er hat gesagt, wir müssen weg. Weil er dort etwas gesehen hat, was auch bei uns schon angefangen hat, abgesehen von der Diktatur, auch noch eine gewisse Sowjetisierung, wie er das nannte, des Privatlebens und des Zusammenlebens der Menschen. Nachdem sie am Grenzübergang Nickelsdorf die schier unendlich scheinenden Kontrollen und Wachtürme passiert hatten, war die Freude groß. Und dann fragten eben wir hinten als Kinder, sind wir jetzt in Österreich? Und die Eltern sagten, ja, wir sind jetzt in Österreich. Und wir haben Folgendes gemacht, yeah! Nach einem Tag im Lager Traiskirchen und einem weiteren in Wien folgten sie am 7. Jänner 1981 einem Taxi ins Nirgendwo. Wir sind im Winter hergekommen und diese Straße hier und alles hier war verschneit, sehr, sehr hoch verschneit. Es war eigentlich kein Dorf damals, es war nur weiß und drunter irgendwas versteckt. Die Familie Truchlar wurde damals im Gasthof Kastner im Ortszentrum untergebracht. Ein großes, grün gestrichenes Eckhaus, an dessen Eingangstür bereits seit vielen Jahren das Schild Closed hängt. Damals war es geöffnet und voll belegt. Im Hinterhof befand sich die dazugehörige Fleischhauerei. Diese beiden Fenster, das war unser erstes Zimmer.
Da unten wurden die Schweine und Kühe geschlachtet. Genau drunter. Wenn man immer hörte, dieses und tot war es, ja, das war ein bisschen grauslich. Nach 4 Monaten konnten die Flüchtlinge ins Haupthaus umziehen. Aber die erste Zeit hat sich bei Dalibor Truchla, der damals 11 Jahre alt war, besonders eingeprägt. Sie haben das mit dem Hochdruckstrahler irgendwie weggespült, das ganze Blut hier hinaus und so. Und du wohnst drüber. Und ich bin krank geworden und hatte am zweiten Tag da dieses Fieber drin. Das war irgendwie, du bist hier am Arsch der Welt. Aber es war trotzdem ein schöner Arsch. Man war einfach froh, hier zu sein. Anfang der 90er Jahre waren es dann vor allem Bürger des ehemaligen Jugoslawien, die vor dem Krieg nach Österreich flüchteten. Alle Gasthäuser und Pensionen in Bad Kreuzen waren mit Schutzsuchenden belegt, auch im Winter. Für die Wirte des traditionellen Sommerkurortes ein einträgliches Geschäft, für die Gemeinde insgesamt aber ein Minus, meint der Bürgermeister von Bad Kreuzen, Manfred Nenning. Wir haben dort die Situation gehabt, dass wir zum Teil über 500 Flüchtlinge bei uns untergebracht haben. Und das war dann eine Größenordnung, wo die Leute dann nicht mehr mitgespielt haben. Das war dann für den Ortskern ganz einfach eine Überforderung. Und das hat auch dazu geführt, dass die natürlich die Kapazitäten für den Tourismus belegt haben. Also touristisch hat außer dem Kurhaus dort nichts mehr funktioniert. Der Gemeinderat wandte sich an das Innenministerium und dieses beschloss, die Flüchtlinge fortan ausschließlich im Betreuungszentrum unterzubringen. Der Tourismus kam langsam wieder in Schwung. Derzeit hat Bad Kreuzen über 50.000 Gästenächtigungen, 2.200 Einwohner und 220 Asylwerber. Also wir verschweigen das nicht und machen eine große Werbung damit. Ich kann nur sagen, dass sie die Nächtigungen deutlich erhöht haben die letzten 10 Jahre. Das hat letztlich keinen Einfluss darauf. Also soweit ich das bei den Betrieben zurückgemeldet bekomme, ist das jetzt nicht ein großes Thema. Und von den Gästen schon gar nicht. Die haben das bisweilen nur ganz vereinzelt einmal kritisiert, aber der Großteil macht da keine Notizen drüber. Willkommensdemonstrationen für Flüchtlinge gibt es in Bad Kreuzen keine. Aber auch keine Demos gegen sie. Fast immer ist in den Gemeinden, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollen, mit großem Widerstand von Bürgermeistern und Bürgern zu rechnen. Das Problem haben wir nicht, weil wir seit 1956, seit der Ungarnkrise, bei uns Asylanten unterbringen. Das also ohne Unterbrechung seit der Zeit. Und wir also grundsätzlich mit dem Thema sehr gut umgehen können. Diesen Sommer wurde Bad Kreuzen als Verteilerzentrum für Oberösterreich bestimmt. Anders als früher, als man viele Flüchtlinge vom Sehen her kannte, herrscht jetzt ein ständiges Kommen und Gehen. Die neue Situation mit dem Verteilzentrum hat zu Beginn die Leute schon sehr bewegt, das muss man schon sagen. Man nicht weiß, was dann auf einen zukommt. Es hat letztlich dazu geführt, dass im Ort nur wenige sich aufhalten, weil die sehr, sehr kurze Zeit bei uns da sind. Dadurch also die Berührungspunkte eher sogar weniger geworden sind. Vor der Kirche befindet sich die Tankstelle des Ortes mit einer einzigen Zapfsäule. Ihre Errichtung hatte 1958 die Gemüter der Bewohner erregt, da der Dorfbrunnen versetzt werden musste. Die Tankwartin Claudia bedient gerade eine Kundin. Was sind Ihre Erfahrungen mit den Flüchtlingen im Ort? Sie gehen zwar spazieren da, aber sie sind nicht irgendwo, aber nicht, dass jetzt da Straßen blockieren oder irgendwas, gar nicht. Nein. Die Grüße auch schön freundlich. Wenn es zu viel wäre, dass ich sage, okay, jetzt lernen uns am Link und auf jeden Eck und End war vielleicht auch viel. Ich glaube, mehr Problem ist da wegen dem Geschäft, weil es vielleicht ab und zu was mitgelassen, vielleicht solche Sachen, aber so. Das Lebensmittelgeschäft des Ortes liegt gegenüber der Tankstelle. Die beleuchtete Wursttheke und die lächelnden Verkäuferinnen haben den 11-jährigen Dalibor damals beeindruckt. Geführt hat es der Herr Grasser. Wir hatten kein Geld und konnten uns wirklich nicht viel leisten. Und ich habe mir erlaubt, mir eine Tüte Popcorn zu nehmen. Eigentlich die ersten Popcorn überhaupt meines Lebens. Ja. Ich habe sie dort hingelegt auf das Band und der schaut mich plötzlich an und sagt, for free, Czechy. Also es ist gratis, Czechy, ja, weil er dann gewusst hat, dass ich Czechy bin. Ich habe mich so gefreut, ich war ihm so dankbar. Es sei die schönste und zugleich schlimmste Zeit seines Lebens gewesen, sagt der Autor Dalibor Truchler heute. Politisches Asyl zu erhalten oder nicht, entschied über die Zukunft der Familie. Aber wir mussten erst mal warten 2 bis 3 Monate, dass die uns überhaupt Bescheid geben. Da haben wir wirklich, wirklich gezittert. In Prag hatten sie niemandem von den Fluchtabsichten erzählen dürfen. Nach unserer Abreise wurden wir dann angezeigt von einem Nachbarn, dass wir nicht zurückgekommen sind. Unsere Wohnung wurde versiegelt und alles darin weggenommen. Die Großeltern wurden verhört, ja? Denen hat das Herz gebrochen.
Unsere Eltern wurden zum Gefängnis verurteilt, ich glaube im Ausmaß von 2 Jahren. Wenn wir wieder zurückkehren, würden sie ins Gefängnis wandern. Wir hätten dann natürlich überhaupt keine Zukunft mehr gehabt, in irgendeiner Hinsicht. Wie für die meisten Flüchtlinge sollte Österreich auch für die Familie Truchler nur eine Zwischenstation sein auf ihrem Weg nach Kanada, die USA oder wie in ihrem Fall nach Australien. Doch eine Einreiseerlaubnis zu bekommen, war schwierig. Was uns geplagt hat, waren die sogenannten Emigrantenträume, Albträume, dass sie wieder zurückkehren bzw. zurückgekehrt sind in ihre Heimat. Jetzt wollen sie wie über die Grenze wieder nach Österreich. Sie können aber nicht, weil sie ihnen draufgekommen sind und sie nicht mehr rauslassen. Ich selbst hatte, glaube ich, 3 oder 4 solche während dieser 1,5 Jahre hier. Und ich weiß, wie ich aufgewacht bin und mir dachte, ich bin in Bad Kreuznach, Gott sei Dank. Und einmal hatte ich einen solchen und da bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, als hier das österreichische Bundesheer durchgefahren ist zu einer Übung. Sehr harte Geräusche und so. Wir haben uns geschreckt, wir haben gedacht, das sind jetzt die Russen. Die Flüchtlinge suchten nach Beschäftigung und Ablenkung. Und was der Ort Bad Kreuznach bietet, ist Natur. Vom Zentrum aus führen zahlreiche Wanderwege über sanfte Hügel und entlang idyllischer Bäche. Hier hatte er die Möglichkeit, spazieren zu gehen. Die sind jeden Tag 14, 15 Kilometer spazieren gegangen. Das war eine völlig neue Lebensweise und übrigens auch eine sehr gesunde. Und möglicherweise auch eine, die sich sehr gut ausgewirkt hat, gerade auf die Kompositionstätigkeit. Die Flüchtlingsbetreuungsstelle liegt an der südlichen Ortseinfahrt, zwischen der romantischen Wolfsschlucht und der Sehenswürdigkeit Burg Kreuzen. Hallo. Do you want to read something in your language? Die Zukunft, wie sieht sie aus? Steht in arabischer Sprache auf den Foldern, die 2 Zeugen Jehovas vor dem Eingang zur Betreuungsstelle an die Flüchtlinge verteilen. Da haben wir 300 Broschüren schon verbreitet. Weiß ja natürlich in ihrer Sprache jetzt nichts rum. Dann schätzen wir das natürlich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben. Und es ist oft so, dass mit der Bibel sonst vielleicht gar nicht in Verbindung kommen. Unbefugten ist der Zutritt zu der Anlage verboten. Bewacht wird sie allerdings nicht. In Bad Kreuzen gibt es keinen Polizeiposten mehr. Allerdings ist die Diensthundeausbildung im Lager integriert. Einst befand sich hier die prachtvolle Kaltwasserkuranstalt, wo Adelige und reiche Bürger ihre Nervenleiden behandeln ließen. Von der Pracht ist nach 2 Weltkriegen nichts mehr übrig geblieben. Die Gebäude wurden von der norwegischen Europahilfe großzügig renoviert und zweckmäßig umgestaltet. Danach dem Roten Kreuz und später dem Bund übergeben. Zurzeit haben wir sehr viele Familien mit Kindern. Zurzeit haben wir sehr viele Personen aus Syrien, Irak, Afghanistan. Diese 3 Staaten gemeinsam machen schon 75-80% aller Antragsteller aus. Die restlichen 20% teilen sich dann auf über 40 Staaten auf. Gernot Meyer, Abteilungsleiter der Bundesbetreuung im Innenministerium, machen unter anderem die logistischen Probleme Kopfzerbrechen, die sich durch die abgeschiedene Lage von Bad Kreuzen ergeben. Die Flüchtlinge müssen etwa zu den verpflichtenden Lungenröntgen hin und her gefahren werden. Da auch der öffentliche Verkehr nur mangelhaft vorhanden ist, gehen Asylwerber oft zu Fuß hinunter nach Krain, um etwas Abwechslung zu haben. Die Kriegsflüchtlinge, die zurzeit maximal 1 Woche hier sind, hätten danach allerdings kaum Bedürfnis. Weil für Asylwerber gerade zu Beginn des Verfahrens es wichtig ist, dass sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Sie müssen sich vorstellen, das sind Leute, die unmittelbar über die Balkanroute, über Ungarn oder jetzt eben Slowenien hereingekommen sind, einen Asylantrag stellen und das erste Mal hier dann in einer festen Unterkunft untergebracht werden. Und da ist also der Schwerpunkt wirklich auf einmal ankommen, zur Ruhe kommen, schauen, welchen medizinischen Bedarf es gibt, schauen, welchen Bedarf an Kleidern es gibt. Auch die Frage, wann haben sie das letzte Mal was Vernünftiges gegessen, haben sie einen Hunger? Das steht hier jetzt im Vordergrund. Daher bittet Gernot Meyer auch darum, die Flüchtlinge nicht zu interviewen. Sie sitzen auf den Bänken und Wiesen des großen Hofes in der Herbstsonne. Aber sie wirken nicht so, als würden sie diese genießen. Dazu sind die Erschöpfung und die Sorgen wahrscheinlich noch zu groß. Oben im Ort hat sich das Gasthaus Schiefer mit den Kirchgängern inzwischen gut gefüllt.
Der kulinarische Kalender von Bad Kreuzen ordnet das Jahr in Knödel- und Steakwochen, Grillen und Gansel bis zum Bratelessen bei der Kleintierschau. Dass dies alles unter dem Motto »Gesund leben« beworben wird, wird mit der Regionalität und Bioqualität der meisten Speisen begründet. Dalibor Truchlar hat ganz andere Erinnerungen an das Essen, das sie als Flüchtlinge 1981 in ihrer Herberge erhielten. Ich will ehrlich sein, am Anfang war es für mich viel zu wenig. Aber man hat sich daran gewöhnt und ich glaube, es war auch gut so. Bei einem Mittagessen servierte man uns eine große Kartoffel, die war in der Mitte zerteilt und dazu ein paar Frankfurter. Wir sind dort gesessen, haben einander angeschaut und haben uns gefragt, meinen die das jetzt ernst? Eine Kartoffel? Die Familie Truchlar träumte im Mühlviertel von Melbourne. Ein Jahr lang warteten sie auf die Einreiseerlaubnis. Und dann haben sie uns mitgeteilt, sie hätten auf der Lunge meines Vaters einen Schatten gefunden. Mein Vater wurde operiert. Man hat ihn mit einer riesengroßen Narbe wirklich aufgemacht, angeschaut und herausgefunden, es ist alles in bester Ordnung. Also mussten wir noch mal ansuchen und dann hätten wir bleiben müssen wieder wahrscheinlich ein Jahr. Doch die Truchlars erteilten Australien eine Absage und blieben in Österreich. Dalibor hatte inzwischen Deutsch gelernt und sein Vater in der Musikschule Perg eine Anstellung als Lehrer erhalten. Dort lernte ihn der 8-jährige Schüler Christian Heimel kennen. Jan Truchlar hatte das Zimmer über dem Musikzimmer von Herrn Weidhofer. Und er ist runtergekommen zu uns, hat seine Musik mitgebracht und hat gesagt, haben Sie einen Schüler, der das vielleicht spielen will und spielen kann? Christian Heimel wuchs in Bad Kreuzen auf einem Bauernhof in einer musikalischen Familie auf. Inzwischen ist er ein preisgekrönter, international bekannter klassischer Gitarrist und hat die Werke Truchlars auf vielen Konzerten und Wettbewerben aufgeführt. Jan Truchlar versteckte Fingerübungen geschickt in Stücken, die den Schülern Spaß machten. So auch bei den Bad Kreuzener Idyllen. Da sind simple technische Übungen verpackt in einer schönen Melodie. Alle 12 Idyllen haben unterschiedliche Inhalte drinnen, also auch Rhythmik, natürlich auch das Handwerk in diese zeitgenössische Musik, das nicht nur immer alles schön harmonisch klingt, sondern dass auch Dissonanzen drinnen sind, die dann die Kinder aufschreien, das ist der Ton falsch. Die einzelnen Sätze der Idyllen heißen beispielsweise Kirchenglocken, Abendstimmung, im Freibad, Wasserfall oder Erinnerung. Gewidmet hat der 2007 verstorbene Komponist Jan Truchlar die Bad Kreuzener Idyllen dem Ort, wo ich die Freiheit kennengelernt habe. Dieser Erinnerungstour durch Bad Kreuzen hörten Sie die bislang unveröffentlichten Bad Kreuzner Idyllen, gespielt von Christian Heimel. Diese Aufnahme wurde im Rahmen der Donaufestwochen 2010 in der Pfarrkirche Bad Kreuzen aufgenommen. Und für die CD, die unter anderem die Hommage an Apollo 8 von Jan Truchlar enthält, wurde der Gitarrist 2008 mit dem Pasticcio-Preis von Ö1 ausgezeichnet.